Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von TechCorp hier auf MicroHazard TV. Ihr seht, ich befinde mich schon wieder im Hauptmenü, das verheißt natürlich nichts Gutes. Aber ihr habt es ja mitgekriegt, am Ende der letzten Folge hatten wir ein Problem damit, dass unser Geld weg war und die Maschinen, die eigentlich in die Fabrik gehören, plötzlich alle im Büro standen. Und also die ich eigentlich abgebrochen habe vor allem. Der Bug wurde behoben. Hier, wir haben jetzt die Alpha 1.7 vom 27.07., also von vorgestern. Bei Steam steht es allerdings mit gestern drin. Von daher, beziehungsweise von vorgestern, wenn ihr die Folge seht. Ich mache gerade einen Tag vorher die Aufnahme. Ihr seht hier, genau hier ist es, The Machines in Office Bug has been busted. Und hier seht ihr die Übersicht über die, gefixten Sachen wieder mal, die ist ein bisschen länger. Ich mache noch mal ein paar Auszüge. Wir können jetzt drei Verträge zur selben Zeit annehmen. Die Vertragsbedingungen, die bereits erfüllt sind, werden jetzt in grün dargestellt. Hier ist das mit dem. Hier war das Problem, dass das User Interface vom, also das Bedienmenü quasi, von der Fabrik und dem Büro irgendwie sich verschmolzen hat. Dann, dass die Maschinen hier im Büro auftauchen, dass man das Geld nicht wieder bekommt, wenn man die Maschinen abbricht, wurde behoben, dass man mit dem Escape-Button jetzt auch abbrechen kann. Was haben wir hier? Aha, die Manufacturing Contract heißt jetzt Hardware Contract, was dann einfacher ist, da zu verstehen ist. Bei Plattformen kann jetzt Satisfaction nicht mehr ins Negative gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Modulforschung ist jetzt im Sandbox-Modus standardmäßig freigeschaltet, war wohl auch nicht. Man kann im Plattform-Tab, da kommen wir später alles noch hin, das sind dann andere Sachen, problemlos scrollen durch die Fixes. Und so weiter. Ihr seht ein paar Kleinigkeiten. Programmabsturz und so. Ne? So, heißt aber für uns, da unser Geld weg ist, wir müssen ein neues Spiel wieder anfangen. Und die Maschine, gerade geguckt, immer noch in meinem Büro stehen. Aber wir kaufen uns direkt das zweite Büro und machen direkt da weiter. So, Name, MicroHazard. Geht wieder nicht, Leerzeichen. Sandbox Mode. Er fragt mich übrigens offensichtlich nicht, ob ich das Spiel überschreiben will, weil wir haben ja schon ein MicroHazard-Spiel. So. Wieder in Europa. Wie gehabt. So. Ja, das Fenster schenken wir uns. Nein, wir brauchen keinen Money Boost. Wir werden aber direkt ins nächste Office. Übrigens, achso, die Kosten wurden auch angepasst. Die wurden rebalanced. Die Kosten für die Upgrades. Und wir können jetzt im kleinen Büro nicht mehr 12, sondern jetzt 14. Wartet mal. Maximum Machines. Achso, nee, es ist. Quatsch. Nee, guck mal, ich nehme was zurück. Wir sind ja jetzt im winzig kleinen, in der Werkstatt, in der Garage, wie auch immer. Im kleinen Büro können wir jetzt aber 14 machen, wo es vorher, glaube ich, nur 12 waren. Und im großen Büro, also im Big Office am Ende, kann man dann sogar schon bis zu 40 Mitarbeiter haben. Wir machen direkt das Upgrade zum größeren Büro und machen an der Stelle nämlich weiter, wo wir nämlich aufgehört haben. Wir brauchen nur neues Personal, aber ansonsten müssen wir, brauchen wir hier nichts groß weitermachen. So, gut, gehen wir shoppen, kaufen uns erstmal wieder diese TV-Bank hier. Mit Escape sollen wir jetzt auch abbrechen können, kriegen das Geld auch wieder, das ist schon mal schön. TV-Bank nochmal mit mittlerer Maustaste abbrechen, okay, funktioniert auch. So, mal ausprobieren, ne? So, TV-Bank, die haben wir jetzt schon mal. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder ein paar Tische, Manager-Desk. So, nah wie es geht, da an die Wand ran. So, dann will ich den Engineer Table haben, der sitzt dann direkt dahinter. Der Engineer. So, dann hatten wir hier drüben. Hier hatten wir die sitzt in der Küche.
braucht die Küche hier nicht. Können ja ein bisschen nett sein, sitzt ja nicht ganz so in der Küche. So. So für den Sales Manager und für den Researcher. Die Vending Machine, achso, die hatten wir letztens da hinten gehabt. Ja, ich kriege jetzt natürlich hier nicht hin, ne? Nee. Stellen wir erstmal dahin. Ich muss mal hier doch was umstellen. Da stand die Vending Machine. So, und jetzt kommen die hier wieder ran. Ja, wir müssen hier irgendwie jedes Mal gefühlt gerade neu anfangen, aber ach, dann sitzt er halt in der Küche, ist mir da egal. Ist das mein Problem? Wenn es nicht passt, kann er ja gerne kündigen. So. So. Dann hatten wir noch einen Kühlschrank. Hatten wir hier hinten hingequetscht. So. So, und der Rest ist jetzt Programmiertische, ne? 1, 2, 3, 4 reichen uns 4 fürs erste, war. Na komm, wir machen noch 2. Wenn ich die hier dicht dran stelle, also wollen wir mal ausprobieren jetzt. So, kriege ich dann noch einen hier drüben hin? Ja, perfekt. Kriege ich ja richtig viele hin hier. Abgesehen davon, dass ich hier nur 18 Möbel reinstellen kann und nur 14 Mitarbeiter haben kann. Jetzt habe ich schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mitarbeiter. Also Platz für 9 zumindest. So gar nicht dicht beieinander, ne? Die armen Schweine. Wir haben hier richtig Freude. Mal gucken, vielleicht können wir den hier ja noch ein bisschen nicht ganz so dicht daran stellen. Wir müssen sich ja durchquetschen da zwischen die Tische. So, gut. Lassen wir erstmal so stehen. So, wir brauchen Personal und zwar brauchen wir das übliche wieder, ein Sales Executive. Einmal laufen lassen. Es dauert jetzt wieder einen kleinen Moment, das ganze Personal einzustellen. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht irgendwo nochmal auf größere Bugs stoßen, wo wir festhängen. Das wäre immer blöd. So. Hier ist einer mit 50. 34.000, nochmal 34.000. Ah. Welcher von den beiden ist besser? 38,57. 42,57. Der hier. Michael Garcia. So, Clean List. Ich brauche einen Researcher. So, Sales Executive hatten wir gerade. So. Zeit sollte man natürlich laufen lassen, wäre natürlich hilfreich. Wenn man Kandidaten bekommen möchte, heißt das. Also die klassischen 15 Kandidaten. Oh, keiner mit 50 dabei. Doch, ich wollte gerade sagen, hier oben. 50, 41, 58. Wo der einzige war. Ja. Ach, dann nehmen wir doch einfach den Charles Williams als Researcher. So, dann brauche ich noch einen Engineer. Ich mache erstmal die, wo ich nur einen brauche.
wie ihr wahrscheinlich gerade schon feststellt. Researcher, der kann auch schon mal anfangen zu searchen. Kann der schon auch was machen? Ja, könnte nach Softwareaufträgen suchen. Aber so, Pause. Die nächsten Kandidaten sind da für den Engineer. Schauen wir mal, wo ist meine Maus? Da ist sie. So. War es keiner mit 50 diesmal wirklich? Ich gucke. Okay, 40, 35, 59, 40, 35, 57, okay, der erste erstmal, 40 meine ich, 40, 32, 58, nee, immer noch der erste, 40, 30, 59, 40, 33, 59, nö, bleibt bei dem ersten gleich oben, Joseph Wilson. Du bist ab jetzt mein Engineer. So, dann brauchen wir. Ach Gott, was wir alles brauchen. Einen Manager brauchen wir noch. Ja, ein bisschen Erholungssachen haben wir, wenn auch nicht wahnsinnig viele. Aber ein bisschen was in der Richtung haben wir ja zum Erholen. Jetzt muss noch ein Wasserspender irgendwo unter. Mal gucken. So, Manager. 50, 40, 59. Das klingt doch schon gut. 50, 40, 59. Oh, 50, 46, 59. Der ist sogar noch günstiger. 50, 46, 59. Er soll es sein. Okay. 50, 46, 59, das ist Vanessa Wilson, haben wir schon zwei der Wilson-Familie hier. Ja, Joseph Wilson und Vanessa Wilson, hier haben wir Marcel Garcia und hier haben wir Michael Garcia, Entschuldigung, und da haben wir Charles Williams. Okay, so, jetzt fehlen uns eigentlich nur Programmierer, eine ganze Horde davon. So, Liste ist schon sauber. So, ich brauche Programmierer, also Programmer. Wisst ihr was? Wir suchen mal nach Mittellevel. Employees bis an Average Skill Range. Ja, mal gucken, ob wir da ein paar bessere bekommen. Mal gucken, was die denn für Werte haben. Bin ich mal gespannt. Habe bisher auch nicht nach mittleren gesucht gehabt. Warten wir mal ab. So, er ist mit Suchen fertig, glaube ich. Ne? Ja, 15 Kandidaten wieder, wie üblich. Schauen wir mal rein. Oh, guck mal, 110 in der Programmierung. Hm, die kosten natürlich auch fast mehr als das Doppelte. Aber die sind dann deutlich schneller. 110 scheint der Spitzenwert zu sein. Guck mal hier, 110 für wenig Geld. Den nehmen wir schon mal. Ann Johnson. Das ist eins. Der ist mir ein bisschen teuer hier oben. Gar nicht, wo der das rechtfertigt. So, James Wilson. Williams, haben wir nicht schon James Williams? Nein, Charles Williams, okay. Hier 110. Achso, jetzt sind wir wieder bei. Ne? Wartet mal, Programmer. Ann Johnson, James Williams. So. Hier gibt es aber den noch nicht rausgenommen aus der Liste. Ja. So, Patrick Rodriguez ist mir zu teuer da oben. William Rodriguez ist mit 100 auch zu teuer. 110. Ann Brown, 52.000. Das sind ja pro Jahr, das sind ja Jahresgehalte. Ne? Dazu müssen wir erstmal 52 Wochen weg haben, um das denn wegzuhaben. So. John Davis interessiert mich auch noch. So. Der Rest leider nicht. Tschüss. So, wir haben vier. Na, immerhin schon mal. Eins, zwei, drei, vier.
und alle mit einer Programmierstärke von 110. Zwei brauchen wir allerdings noch, das heißt, wir müssen nochmal starten für Programmer. Ich will nochmal in Mittel starten und los geht's. Ich will nochmal zwei gute haben. Und dann ist diese Folge leider auch schon wieder zu Ende, ohne dass wir irgendwas groß gemacht haben, außer das Büro wieder neu einzurichten. Das tut mir leid, aber durch die ständigen Updates und Bugs komme ich aktuell nicht wirklich gut voran. Ich versuche es immer wieder weiterzukommen ein Stück, aber ist irgendwie nicht so gut drin aktuell. Oh, der ist ja günstig. Hier, guck mal, Anne Brown. 48.000. Upfront, das ist die Einstellgebühr. Boah, sehr heftig. So. Nehmen wir den hier. Thomas Garcia. Oder Joseph Garcia. Ah, wir nehmen Joseph. So, dann sind wir vollzählig. Und morgen geht's weiter und dann tun wir endlich auch wieder was machen hier. Und ich bedanke mich, dass ihr überhaupt da wart heute. Und ja, verabschiede mich bis dahin von euch und sage ciao, tschüss und hoffentlich bis morgen. Tschüss, tschüss.